Hey YouTube, willkommen bei Servot. Bei dem Wort Flatrate denken alle an was anderes. Zum Beispiel denken viele dann an Internet- und Telefon-Flat. Oder sie denken an eine Getränke-Flat. Oder sie denken an eine Film- und Serien-Flat, also so ein Streaming-Service. Letztens habe ich sogar Leute sprechen hören über eine Bus-Flat, also ein Monatsticket sozusagen. Und was jetzt neu ist und was man vielleicht auch demnächst mal mit Flat assoziiert, ist die Bücher-Flat. Und zwar von Amazon. Und Amazon hat das ganze Kindle Unlimited getauft. Ob das was taugt, das erfahrt ihr jetzt. Wie bereits gesagt, bei Amazon Kindle Unlimited handelt es sich um eine Flatrate für Bücher, also wer gerne liest, für den mag das interessant sein. Und da ich auch zu denen gehöre, die gerne lesen, habe ich mir das mal genauer angeschaut. Persönlich musste ich feststellen, für mich ist das nichts. Und warum nicht, das werdet ihr jetzt erfahren, wenn ich ein bisschen darauf eingehe, was sich überhaupt hinter Kindle Unlimited verbirgt. Also wir gucken uns hier mal den Aufmacher an und die Werbung. Dafür hier kann man erstmal, wie ihr seht, 30 Tage lang das Ding gratis testen. Das habe ich momentan gemacht und ich weiß jetzt schon, ich werde es nicht verlängern. Zum einen, weil es 10 Euro im Monat kostet und wenn man sich das überlegt, für 10 Euro im Monat kann man so viele Bücher lesen, wie man möchte. Ist auch ganz schön, aber wie viele liest man wirklich im Monat? Also im Urlaub ist das natürlich was anderes, aber ich schaffe keine 2 Bücher im Monat durchzulesen. Und dann bin ich fast günstiger, wenn ich sie einzeln lese. Also nehmen wir zum Beispiel hier Honigtod, das Buch. Dann seht ihr, das kostet 3,99 Euro. Also ich könnte dieses Buch mir quasi zweimal hier kaufen und wäre immer noch 2 Euro günstiger im Monat. Entsprechend lohnt sich das nicht wirklich. Gehen wir mal wieder zurück. Zumindest für mich nicht. Dann das nächste, über 650.000 Titel. Ich habe das vorhin mal hier ein bisschen durch die Bibliothek gesucht und ich musste feststellen, es sind sogar über 700.000 Titel. Also eine ganz große Auswahl, aber leider sind die meisten davon nicht deutsch. Es sind gerade mal ungefähr 40.000 deutschsprachige Bücher dabei und das relativiert das Ganze schon wieder. Klar, 40.000 Bücher liest auch kein Mensch, aber es ist halt auch viel dabei, was man nicht mal so eben durchliest. Also zum Beispiel von Marco Polo sind da die ganzen Reiseführer dabei, die natürlich schon etliche Bücher sind, etliche hundert. Dann jede Menge Fitnessbücher, wie ihr hier schon seht. Und ganz, ganz viel Kram. Und natürlich auch vieles aus dem Genre, was man nicht so liest. Viele selbst publizierenden Leute, also die hinter denen kein Verlag steht, die einfach selber mal so ein E-Book geschrieben haben, die da drin sind. Und dann dünnt sich das Angebot schon sehr stark aus. Hier mit Harry Potter und so haben sie natürlich einen großen Aufhänger reingebracht, aber das war auch wirklich so, dass, was die bekannten Bücher angeht, Honigtod ist auch noch halbwegs bekannt. Und dann wird das echt rar, mit Büchern zu finden, die man so kennt. Also an die aktuellen Bestseller oder so braucht man da gar nicht denken. Irgendwie logisch, und wenn man sich das überlegt, wie das bei den Film- und Serien-Streaming-Services ausschaut, da ist das ja ganz ähnlich. Die ganz aktuellen Releases auf Blu-ray oder so, die kommen ja auch nicht dann in die Streaming-Services rein. Aber irgendwie kann ich das bei Filmen und Serien besser verkraften oder besser ja, drüber wegschauen, als hier bei Büchern. Weil bei Büchern, da möchte ich schon gerne hier die aktuellen Dinge aus der Bestsellerliste lesen. Und ja, man liest halt auch nicht so viel, also ich zumindest nicht. Von da aus, wenn ich was lese, dann möchte ich was Gutes lesen. Und nicht erst ja, 5, 6 Bücher anlesen, bis ich mal ein ordentliches gefunden habe. Also da ist mein Verhalten irgendwie anders. Beim Buch, da gehe ich in eine Buchhandlung und ich sage, oder bei Amazon meinetwegen auch, und ich möchte dieses Buch haben, weil mir das empfohlen wurde oder sonst irgendwas. Bei Filmen, da gucke ich einfach mal rein, auch das könnte interessant sein, schaue ich mir die ersten 20 Minuten an, wenn es nichts ist, dann nehme ich halt das nächste. Und von da aus ist das irgendwie ein Unterschied, der es aber ausmacht und deswegen bin ich hier mit diesem Amazon Kindle Unlimited nicht so glücklich. Ja, im Grunde könnten wir das Video jetzt schon anhalten. Was vielleicht noch zu sagen ist, hier kann man 10 Bücher parallel lesen, 30 Tage können die offline gespeichert werden, dann muss man erst eine Internetverbindung wieder aufbauen und das Ganze funktioniert auf iOS-Geräten, auf Android-Geräten und natürlich auf den ganzen Kindles. Allerdings
Bei den iOS-Geräten, da muss noch unbedingt ein App-Update raus, denn das ist momentan eine Zumutung, da irgendwie nach Büchern zu suchen, beziehungsweise geht es nicht, sondern man muss das über den Browser machen und dann kann man da die Bücher aber dann in der Kindle-App lesen. Das ist bei Android und auch bei Kindle schon besser gelöst und ich denke, da wird jetzt aber auch ganz zügig ein Update kommen. Wer generell Interesse an diesen Dingern hat, an dieser Flatrate für Bücher, dem kann ich dann auch mal Scobie empfehlen. Oder Scooby, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, also E-Books rückwärts. Und wenn wir uns das mal angucken, das kostet in der kleinen Variante auch 9,99 €. Hier hat man dann aber ein paar bekanntere Bücher noch mit dabei. Auch nicht super viele, aber ein paar. Hier, das ist ja super bekannt. Der 100, ist das das? Ach nee, das ist die zweite Teil, die Analphabetin, die rechnen konnte. Und dann auch hier zum Beispiel, das Buch fand ich super witzig, von John Niven, Gott bewahre. Das sind so Bücher, die dann eher in den Bestsellerlisten schon mal auftauchen und die dann irgendwie vielleicht ein bisschen interessanter sind. Preislich gesehen, gut, 9,99 € ist erstmal das Gleiche. Hier kann man aber keine 10 Bücher parallel lesen, sondern ich glaube nur 3 und man muss alle 24 Stunden online sein, also kann die nur einen Tag quasi speichern und dann muss man wieder ins Internet gehen, damit das freigeschaltet bleibt. Also die bleiben nicht so lange gespeichert und für einen Urlaub müsste man dann schon den Tarif höher nehmen. Der liegt bei 14,99 €, da kann man dann 5 Bücher speichern und die dann auch für 30 Tage wie bei Amazon im Offline-Modus behalten. Eine dritte Alternative ist da Readify. Das ist ja auch noch nicht so alt, ist jetzt gerade Ende September auf den Markt gekommen und das ist komplett gratis. Also hier kann man sich mit seinem Facebook-Account oder einfach so einen Account erstellen, anmelden und aus 25.000 Titeln auswählen. Das Ganze gibt es allerdings nur auf den Smartphones und Tablets als App. Also hier könnt ihr nicht einfach irgendwie auf dem Kindle oder so dazugreifen oder einen anderen E-Book-Reader. Und zwei weitere Kleinigkeiten hier noch. Hier wird einmal, um das zu finanzieren, Werbung eingeblendet, was manchmal ein bisschen störend ist, aber jetzt auch nicht, wer weiß, wie schlimm. Und hier gibt es auch keine aktuellen Titel, also keine Bestseller oder sonst irgendwas. Aber es ist halt gratis und es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Vielleicht findet der ein oder andere das passende Buch. Ja, wie bereits gesagt, Kindle Unlimited, für mich ist das nichts, einfach weil ich nicht auf die zwei oder drei Bücher, die ich lesen müsste, damit sich das lohnt, komme im Monat. Wenn ich ein bis zwei lese, ist das gut. Und deswegen, ja. Wer da Interesse daran hat, einfach mal 30 Tage ausprobieren. Für mich persönlich ist das nichts. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.